Okay, man darf ja nicht schnell fahren. Haben wir das jetzt geschafft? Ich hoffe schon. Ich will da rein. Ich muss ja jetzt rechts da vorne. Also da ist jetzt viel los. Das ist echt geil. In Wien. 62 Kilometer haben wir eben noch. Hoppala, das tut mir sehr leid. Was auch immer es gewesen ist. Hoppala, das tut mir doppelt leid. Das ist echt fies. Hoppala, Entschuldigung, das tut mir trotzdem leid. Also, sorry, das muss. Hoppala, jetzt habe ich das Mikrofon schon gekickt. Also, Leute, tut mir ehrlich leid. Rotes Auto da hinten. Ach, Scheiße, da muss ich ja gar nicht. Kann man das nicht mehr früher sagen oder so? Eine Stunde noch von Wien nach Bratislava, also wenn man in Wien wohnt, ist das eigentlich nicht schlecht. Warum fahre ich denn jetzt schon wieder links? Okay, erste Ausfahrt rechts. Würde ich mal sagen, hier, ja, da steht's ja, Bratislava. Geil! Bratislava, Alter, ich komme. Bin gleich da. Was hier ein Vorteil ist, ich erinnere nochmal an den Bus-Simulator 2013 in München, dass man, dass die Ampeln ja auch in jeder einzelnen Stadt oder Land total schnell auf grün gehen, ist natürlich ein Vorteil. Es gibt natürlich auch Simulationen, da stehst du circa eine Minute an jeder Ampel und das ist irgendwann auch scheiße. Da vorne müssen wir dann irgendwie links, keine Ahnung wo. Bratislava, alles klar. Scheint noch, ja klar, wir sind noch in Österreich. Und jetzt geht's dann irgendwann rüber in die Slowakei. Ich tippe auf die Slowakei. Ich weiß es. Klar, muss eigentlich die Slowakei sein. Scheiße. Also, dass ich das nicht mal weiß, schon peinlich hier, ey. Und klar, ist klar, ich glaube schon, dass es die Slowakei war. Bratislava ist ja total an der Grenze. Und da vorne geht es dann nochmal rechts, noch 43 Kilometer. Hä, wo geht's denn da rechts? Ach da. Mein Gott. Aber ist schon geil gemacht. Gutes Wetter ändert sich halt gerade die ganze Zeit nicht. Ist ein bisschen blöd. Ich nehme auch ständig auf, ne? Also ich teile die Folgen wieder. Ich mache jetzt. Also so. Ich weiß gerade nicht mal, bei welcher Folge wir sind. Nur, dass ihr es jetzt auch wisst, dass ich die ganze Zeit dann später beim Schneiden teilen werde. Dass eine Folge auch ja nicht zu lange dauert, ne? Ah, okay, jetzt wird's dunkel. Es ist im LKW 20:08 Uhr. Beziehungsweise 21 Uhr meine ich. Und da ist es schon 22 Minuten später auf dem Dingsbums. Auf dem Navigationssystem. Deswegen, es ist schon gut gemacht, dass die ab 21 Uhr vielleicht mal hier ein bisschen dunkler werden. Und da vorne ist jetzt die Grenze schon. Sieht man zumindest auf dem Navigationssystem. Zwischen Österreich und der Slowakei. Sage ich jetzt mal so, voll überzeugend.
Bratislava, Alter. Okay, jetzt sind wir daheim. Mein Gott, in der Slowakei. Was auf den ersten Blick bis aufs Wetter gar nicht so schlecht ausschaut. Und da wäre dann auch schon unser nächstes Ziel da vorne. Erster Aufenthalt in Bratislava. Ist das geil. Es ist schon krass, vor allem wenn man viel Neues erfahren kann oder wissen kann. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo es da reingeht. Ich glaube da irgendwo. Da vorne, okay. Die Firma kenne ich auch nicht. Kenne eigentlich so gut wie keine. Ja, okay, das rückwärts einparken können wir uns eh sparen. Das kann ich überhaupt nicht. Ich habe es noch nie gekonnt in irgendwelchen Spielen mit so fetten Autos. Konnte ich es einfach noch nicht. Deswegen werde ich es jetzt auch leider nicht machen. Tut mir ehrlich leid. Sollte ich irgendwie mal üben oder so. Diesmal waren es 245 Kilometer, 4 Stunden, 9 Minuten sind wir eigentlich gefahren, ne? Eigentlich verbraucht der Kraftstoff war auch ein bisschen viel. Wir sind jetzt neuerdings schon Level 1 oder Level... Level 1? Okay, wir waren die ganze Zeit Level 0, ist ja auch geil. Auftragsangebot, natürlich ein neues. Wir sind immer noch bei schneller Auftrag. Ja, hier haben wir jetzt schon wieder eins. Jetzt geht's wieder von... Ah, das ist Tschechien! Na ne, Slowakei, fast schon gefasst. Hier, jetzt fahren wir eben rüber nach... Tschechien. Ja. Sehr gut. Ab nach Tschechien, würde ich sagen. Wir nehmen den Auftrag direkt an. Ladedaten, Mann. Immer derselbe Hintergrund. Wieder da die Autobahn nach Wien. Ich glaube, das ist sogar in Bratislava aufgenommen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Genau, diesmal müssen wir irgendwann auch zu Bette gehen, ne? Ist ja auch natürlich auch ganz klar, es ist... Jetzt haben wir wieder einen neuen, ey. Ich könnte kotzen. 21.27 Uhr. Also, naja... Ist schon was los, ne? 21.27 Uhr fahren wir jetzt noch nach. Ich weiß gar nicht. Scheiße. Wo wir hinfahren. Hoffentlich kommen wir da rum. Ja, das ist gut. Nein, was, wo sind denn wir jetzt, ey? Da geht's raus, meine ich, oder? Ja. Okay, nach BRNO fahren wir wahrscheinlich. 2 Stunden wieder. Mal schauen, was wir links hinter uns nichts anfahren. Wo fahren denn wir eigentlich hin, ey? Okay, wobei, der ist jetzt mit Abstand schwieriger zu fahren. Der hört sich auch so komisch an irgendwie. Okay, da vorne geht's raus. Das ist ja sehr praktisch. Okay, ich denke, um die Uhrzeit ist eh nichts mehr los. Es ist 9:30. Kommt eh keiner, also können wir fahren, denke ich. Oh Gott, es kommt einer. Oh Gott! Oh Gott, das war jetzt eng. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir fahren jetzt also... Händler entdeckt. Aha, cool. Schaffen wir noch. Wir fahren jetzt praktisch irgendwie durch die Slowakei noch durch. Und jetzt eben dann hier auf die Autobahn. Nach... Wie heißt es?
Brno, genau. Die endet da sogar. Ist ja geil. Okay, dann fängt die hier also auch an. Ne, fängt sie nicht. Auch nicht schlecht. Und jetzt eben das nächste Land, Tschechien. Auch geil. Okay, es regnet mitten in der Nacht. Scheibenwischer, Mann, ich brauche Scheibenwischer. Gib mir Scheibenwischer. Scheiße. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Alter Kacke. Was ist denn jetzt los? Hallo? Super, ich verkacke gerade alles. Ich schau mal schnell da drin. Da war er doch irgendwo. Scheibenwischer P. Ja, Moment, ich nehme jetzt hier die R3. Jetzt geht's, okay. Das ist die Regeneffekte, finde ich ja auch irgendwie geil. Sage ich jetzt einfach mal so. Man hat schon gesehen, also man kann zumindest sehen, schon am Tag davor, dass es da so ein Scheißdreckswetter geben wird in der Nacht, weil es ist 10 Uhr abends natürlich und es gewittert auch noch. Und das Geile ist, ich sehe überhaupt nichts. Es ist echt geil, finde ich. Also die Regeneffekte sind perfekt. Finde ich jetzt ehrlich. Scheibenwischergeräusche sind auch übel geil. Da vorne geht rechts. Echt krass gemacht. Wieder von der Dings runter, oder was? Sind wir wieder von der Autobahn runter, ist ja echt ein Scherz. Gut, wir haben 22 Uhr, es regnet die ganze Zeit. Deswegen, die vor uns fahren auch nicht schneller wie 50. Aber wir holen den jetzt einfach mal. Okay, das darf man nicht. Okay, ich hätte gedacht, das ist irgendwie so eine Schnellstraße. Also es fühlt sich an, wie wenn man echt jetzt in dem LKW sitzt und es die ganze Zeit regnet. Echt geil. Das ist krass gemacht, finde ich. Jetzt geht's aus der Slowakei, glaube ich, raus. Kann es sein? Ist mir egal, ich sehe eh nichts. Also. Warte, Scheinwerfer. Meine Fresse. Optionen. Tastenbelegung. Die brauchen wir jetzt eh die ganze Zeit. Fernlichtscheinwerfer. Machen wir mal da. Ja, gut. Okay, ich sehe trotzdem nichts. Sehr praktisch. Irgendwann wird es ganz dunkel und ich sehe immer noch überhaupt nichts. Wir sind übel langsam hier unterwegs. Regeneffekte sieht man immer noch. Übel geil. Auch die Blitzeffekte ist echt übel krass gemacht. Also das überzeugt mich jetzt schon total.
Ach, die Scheibenwischer-Ding, also das ist geil. Geil gemacht. Muss man sagen.